Ömburger Warble. Botanik spielt in der Eifel, in der Nordeifel, in Sonderheit eine außerordentlich große Rolle. Und die Pflanzen sind noch meistens nicht so kaputt wie der Bohrmhörner, sondern quick lebendig. Es gibt interessante Landschaften, wie hier der Buchenwald. Im Moment schenkt die Sonne nicht mit einem unheimlich schönen Licht. Und es gibt natürlich auch viele Nutzpflanzen, die so ein bisschen aus der Mode gekommen sind, die Eifeler Hausfrauen und die Mansloch auch zu nutzen wussten. Also Nutzpflanzen. Erbele, Ömbere, Warbele, Hejus Stöckertje Höck. Ja, ob Gelee in halbfester, Marmelade in breiger oder obgesetzte in flüssiger Form. Unsere Altvorderen wussten Obst von Bärensträuchern gut zu nutzen, sehr gut, und für die unwirtliche Jahreszeit zu konservieren. Ömbere, auch Ombere, sind Himbeeren, Brämele, Brombeeren, Erbele, Erdbeeren und Worbele, Waldbeeren. Knürschele sind Stachelbeeren und Johannisbeeren, Janskirsche oder Jansdruve. Von den Roten kocht man am besten Gelee, das mit Klatschkies, Quark auf dem selbstgebackenen Weckweißbrot meiner Mutter besser als Kuchen und Zuckerplätzchen schmeckte. Schwarze Johannisbeeren werden hingegen mit klarem Schnaps und Zucker weiterverarbeitet, aufgesetzt, zu Likör, obgesatztem verarbeitet. Promme, Pflaumen, werden mit und ohne Stein eingemacht, ebenso Kirsche, Ringelotte, reine Klauden und Mirabelle. Frauen, die heutzutage überhaupt noch Vorratswirtschaft betreiben, backen zur Haupterntezeit reichlich Tart, von französisch Tart, und frieren sie für den Winter ein. Holunder, aus dem Saft, Sirup und ein köstlicher Beerenwein gewonnen werden, heißt in der Nordeifel Bösholz oder Hörling. Die Blüten- und Fruchtdolde wird Hörlingshötsche genannt. Engemalte Äpfel, Birre, Promme und Kirsche, also das sogenannte Weckobst, kamen bei uns auf dem Hof als Dessert jeden Mittag in 2 Liter Einmachgläsern, Weckgläsern, auf den Tisch. Einige Obstsorten haben in der Eifel ob ihres Aussehens Dotzprom, also eine Dotz-Antweiler-Senke, oder ihrer abführenden Wirkung, die sogenannte Schöteprom, frühe Sorte, Euskirchen, eigenwillige Namen bekommen. Prömme wurde übrigens früher das Kautabak kauen genannt, hatte mit Promme nichts zu tun, sondern die Prömm kauen war Prömme. Beim Prömmsche mache drücken die Kinder die Bäckchen zusammen, dann merkt man Prömmsche. Ja? Und dann klingt alles, was gesprochen wird, doch ziemlich komisch. Sie können es gerne ausprobieren, es funktioniert auch heute noch.